Willkommen zurück hier am, nicht Samstag, sondern Sonntag. Ich habe das Video gestern nicht mehr geschafft, deswegen kommt es heute. Ich habe aber heute jemanden Besonderen dabei, nämlich Aria, ein Kumpel von mir, der sehr, sehr gut ist mit, wo bist du gut drin? Ja, Tinder. Tinder, genau. Ja. Ja, also Sachen, also Online-Dating ist ja nicht meine große Stärke, deswegen dachte ich mir, hole ich mir jemanden, der wirklich Ahnung hat. Und was wir heute machen werden, sind Arias beste 20 Quick-Tipps für deinen Tinder-Erfolg, denn der Mann weiß, wie man erfolgreich auf Tinder wird. Das wird ein zweiteiliges Video. In den ersten Teil werden wir die 10 Basics klären, hast du gesagt? Ja, ne? Ja, genau. Und dann im zweiten Teil ein bisschen genauer auf Kleinigkeiten, kleine Tricks, was man sonst so machen kann, eingehen. Ja. Und ja, geil. Ich übergebe das Wort einfach mal an dich und du kannst einfach direkt loshauen. Alles klar. Also, um anzufangen, wir müssen erstmal, wenn wir uns die App runtergeladen haben, dann ist man erstmal verwirrt, weil man sieht, es gibt Tinder Gold, es gibt Tinder Plus und es gibt Tinder Normal. Ja. Genau, es gibt drei verschiedene Arten und Tinder versucht natürlich auch Geld zu verdienen. Es ist so, es gibt verschiedene Werte, in denen du eingestuft wirst mit deinem Tinder-Profil. Ja. Das bedeutet, wenn du Tinder Normal hast, bist du hier. Wenn du Tinder Plus hast, wirst du den Usern so häufig angezeigt. Und wenn du Tinder Gold hast, wirst du vorne, im Vornherein so häufig angezeigt. Das bedeutet, es sind bei Apple, glaube ich, sind 16,50 im Monat. Aber Tinder Gold lohnt sich, wenn man weiß, wie man ein gutes Profil macht. Okay, das heißt, wenn wir deine anderen Tipps wissen, dann lohnt sich Tinder Gold. Dann lohnt sich Tinder Gold. Ich habe nämlich auch nur, also du hast mehr Matches dann, oder was? Genau. Okay, okay. Ja. Also du hast darüber mehr Matches, dass du häufiger angezeigt wirst. Das ist ja so, wie wenn ich auf die Straße gehe und Leute anspreche. Je mehr ich anspreche, desto mehr Matches auf der Straße habe ich ja dann tendenziell. Okay. Ist ja auch. Okay. Genau. Das heißt, Tinder Gold lohnt sich erstmal. Genau, Tinder Gold lohnt sich, wenn man weiß, wie man ein gutes Profil erstellt, sonst würde ich es lassen. Okay. Genau. Aber das erklärst du uns ja gleich. Genau. Dann gehen wir erstmal zu Tinder selber über. Also wenn man reinkommt, dann gibt es so einen Bereich, der heißt Einstellungen. Und wenn ich Tinder neu habe, erstmal ausstellen, dass man einen sieht. Warum? Weil dann verschwendet man in der Zeit potenzielle Leute, die einen matchen können, bevor man ein gutes Profil hat. Das heißt, erstmal Tinder auf Ausschalten. Also die Leute können dich nicht sehen. So. Und dann würde ich einstellen, 90 Kilometer Radius immer so, weil ich meine, was bringt es dir, Leute irgendwie zu matchen, die 100 Kilometer entfernt sind? Das kannst du machen, um generell mehr Matches zu kriegen. Aber finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Okay. Habe ich nie gemacht. Okay. Genau. Ja, vielleicht Leute, die auf dem Dorf wohnen, weißt du, die dann so ein bisschen die größere Umgebung brauchen, okay? Ja, genau. Mhm. Also, genau, dann macht man das und das nächste, was man macht, ist... Also das wäre jetzt Tipp Nummer zwei, ja? Das wäre, das ist ein Teil. Der zweite Tipp, geht es um die Einstellung. Okay. Wie stelle ich Tinder generell ein, ne? Okay. Ja, genau. Tipp Nummer zwei, also jetzt Einstellung von Tinder. So, und wenn ich jetzt Tinder Gold habe, dann stelle ich auf jeden Fall ein bei My Tinder Gold. Das ist noch eine Bonuseinstellung. Das sieht man dann, wenn man Tinder Gold gekauft hat. Dann stelle ich auf jeden Fall bitte ein, dass mir die User angezeigt werden, die gerade aktiv waren. Weil wenn ich die einstelle, die mir von Tinder vorgeschlagen werden, das bringt nicht viel. Du willst immer die Leute abfangen sozusagen, die gerade online sind. Und die dann sehen, dass du gerade online warst. Ja. Ne? Das ist super, super wichtig. Genau. Ja, okay. Ja, als nächstes... Tipp Nummer 3 jetzt, ne? Genau, Tipp Nummer 3 hat immer noch mit den Einstellungen zu tun. Erstmal bitte komplett irgendwie alle Verlinkungen zu Instagram und Spotify kannst du auch verlinken, was ist dein Lieblingslied oder sowas, ja. Das würde ich komplett ausschalten, weil das kann einer Frau Informationen geben über dich, die sie nicht braucht. Generell auch auf Tinder ist es besser, nicht zu viele Informationen gleich preiszugeben. Dieses Mysteriöse ist gar nicht so schlecht. Das heißt, selbst wenn du ein großes Instagram-Profil hast, würdest du raten... Na, ich sag mal so, wenn man jetzt ein Instagram-Profil hat, wo man 10.000 Follower hat, wie du, dann würde ich vielleicht schon Instagram einschalten, aber ganz kurz, der durchschnittliche Mensch, der hat ja kein Instagram-Profil, wo 10.000 Leute followen. Das sind so immer 200 bis 600 Leute, die einem followen. Und dann sind da vielleicht irgendwelche Bilder bei, die dich in einem anderen Licht zeigen, als du dich auf Tinder geschickt da präsentieren kannst. Und deswegen würde ich das erstmal ausschalten. Okay. Genau. Außer du hast ein super geiles Profil mit super vielen Followern, dann rock it. Okay. Genau. Weil das ist ja dann wieder ein Bonus. Also ich einfach Gedanken darüber machen, wie wirkt mein Profil, wenn ich jetzt Instagram dazu schalte. Genau. Okay. Das ist der nächste Tipp. So, jetzt kommen wir zu deinem Profil selber. Und das ist erstmal so, gibt auf jeden Fall an, wo ihr auf der Uni wart und gibt auch auf jeden Fall an, wo ihr arbeitet. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Bonus. Da ist es dann wieder doch wichtig,
in diesem Bereich Arbeit und Uni, gib diese Informationen an. Also ich hatte mal einen Bug von Tinder. Ein Bug ist so ein Fehler, Programmfehler, wo ich Tinder irgendwie 2 E-Mails, 3 E-Mails geschrieben habe, bis sie es behoben haben. Meine Uni wurde nicht angezeigt. Die Matches gingen direkt in den Keller. Echt? Das ist echt krass. Okay. Ja. Also es gibt ja auch viele Leute auf Tinder, gehen auf Unis, also gehen diesen Ausbildungsweg und alle studieren irgendwie gefühlt auf Tinder. Und es ist deswegen schon sehr, sehr wichtig, das anzugeben. Also, dass du so ein bisschen auf einer Ebene mit denen sein kannst, sonst funktioniert das nicht so gut. Ne? Okay. Also dieser Uni-Tipp, also die Ausbildung angeben, was ihr macht, angeben, das ist super, super wichtig. Okay, also Tipp Nummer 4, Uni oder Arbeitsort auf jeden Fall angeben, damit euch Tinder besser matchen kann. Genau, okay. Damit euch Tinder besser matchen kann. So, jetzt kommen wir zu euren Bildern. Jetzt fangen wir erstmal an, über so die Bilder zu reden, über die Basics da. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, das erste Bild ist am wichtigsten. Ja. Das heißt, das erste Bild, das muss sitzen. Wenn das nicht sitzt, dann guckt sich die Frau auch gar nicht weiter euer Profil an. Und, also das ist das Erste, was man sieht. Das ist wieder erste Eindruck beim Ansprechen. Aber ich habe immer dieses automatische Bilder aus. Dazu wollte ich gleich was sagen. Okay. Genau. Also bei Tipp Nummer 5 erstmal natürlich das erste Bild ist am wichtigsten. Genau. Das erste Bild ist am wichtigsten. Und das erste Bild bitte so ein Porträtbild. Und ich weiß nicht, ob es man jetzt hier sieht. Aber vielleicht, wo man euch bis leicht unter Brusthöhe sieht, ja? Also wenn das jetzt die Einstellung wäre, ungefähr so. Weil im ersten Bild, natürlich, wenn ich jetzt meinen ganzen Körper zeige, dann kann ich nicht so den Fokus aufs Gesicht haben. Genau, und da empfiehlt es sich, entweder du guckst zur Seite und hast so ein halbes Lächeln, also muss jetzt auch nicht so ein breites Grinsen sein, weil es kommt wieder kindisch rüber, würde ich sagen, ja. Also nicht so. Ja, aber so ein... So leicht so... Dass du halt freundlich wirkst. Dass man freundlich wirkt, man muss jetzt auch nicht total lächeln, man muss aber auch nicht zu cool rüberkommen, ist noch ein gesonderter Tipp. Lieber Bilder drauf haben, wo man freundlich wirkt, also sympathisch. Ja. Und keine Bilder, wo man so die coole Pose eingeht und so. Nicht die oberkörperfreien Bilder oder die Bilder, wo Money schmeißt oder vor deinem Lambo stehst. Ja, ich glaube, Bilder ist sowieso eine der Hauptfaktoren. Also wenn die Bilder nicht stimmen, dann kannst du es vergessen. Ja. Dementsprechend das nächste ist, vermeidet bitte diese Selfies. Also ich kriege jedes Mal das Kotzen, auch bei den Mädels sogar, wenn die irgendwie Selfies benutzen. Jetzt gibt es sogar eine neue Funktion, wo ihr Videobilder machen könnt. Das ist das, was Facebook schon lange eingeführt hat. Tinder oder so? Genau, so bewegliche Bilder, wo du irgendwie so eine 3-Sekunden-Sequenz hast, wo du den Kopf wackelst oder irgendwas machen kannst. Könnt ihr auf eurem Facebook-Profil machen, aber auf Tinder ist das irgendwie so ein bisschen... Klingt aber eigentlich ganz, jetzt wo ich es höre, klingt ganz cool, wenn man es immer so gut hinbekommt. Wenn, oder nicht? Das ist halt wieder so, da brauchst du Persönlichkeit, denke ich. Also wenn das auf jeden Fall. Wenn du eine coole Geste hinbekommst und dabei noch super aussiehst, dann ist super, Aber da muss man wieder aufpassen, dass man nicht als Poser wirkt, ne? Also bei Tinder, die ganzen Poser, die werden direkt sozusagen nicht geswiped. Ich habe mich auch mit einigen Frauen darüber unterhalten, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, sogar welche von Tinder, und die meinten auch, die ganzen Poser wurden immer direkt abgelehnt sozusagen. Ja. Und Frauen nutzen ja Tinder auch anders als wir Männer. Wir Männer sind so, swipe. Und die Frauen sind so, dass sie irgendwie nur 12% der Männer liken. Sie gucken sich das erste Bild an, sie gucken sich die Infos an, sie gucken sich deine Bilder ganz genau an. Denen fällt auf, ob du irgendwo muskulös bist oder nicht. Also es ist schon ziemlich... Frauen haben da einen Blick für, Die sind schon ziemlich detailverliebt, ne? Und deswegen, das wäre übrigens der nächste Tipp, der kommt aber dann später zu den Bildern noch, genau. So, dann kommen wir zu der Anzahl der Bilder. Ich empfehle mindestens 6. Alles darunter wird nicht funktionieren. 6 ist ja auch das Maximale, was man machen kann, ne? Es gibt jetzt die Möglichkeit 9. Wenn man Plus hat oder auch wenn man das Normale hat? Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Also ich habe nämlich, glaube ich, immer noch 6. Okay. Deswegen ist es wahrscheinlich also wenn ihr Gold habt, könnt ihr auf jeden Fall 9 Bilder raushauen. Ja. Ich frage mich auch gerade, ob es nicht so ist, dass die Leute, die Tinder normal haben, nur mit den Leuten, die Tinder normal haben, matchen können. Ja. Und die Plus-Leute sozusagen mit den normalen und den Plus-Leuten matchen können. Das glaube ich nämlich, weil die Einstellungen sind so, dass du bei Tinder normal, da ist deine Bildgröße ganz anders. Deine Bildgröße ist viel, viel kleiner. Okay. Deswegen glaube ich nicht, dass Tinder normal User Tinder Plus User matchen können. Nur mal so am Rande. Das ist nur eine Vermutung. Ja.
Ey, da bin ich mir nicht so sicher. Okay. Genau. Hätte ja auch keine Auswirkungen jetzt. Naja, dadurch kriegst du halt als Normal-User weniger Matches sozusagen. Aber wenn du Gold hast, so, ja, kann es dir egal sein, weil du die Normalen immer noch matchen kannst. Ja. Okay. Genau, genau. So, dann kommen wir dazu. Genau, ich meinte 6 Bilder. Und diese Bilder müssen eine Geschichte erzählen. Wie jetzt hat man eine Geschichte? Naja, die Bilder müssen deine Persönlichkeitseigenschaften suggerieren. Hm. Das bedeutet, ich bin zum Beispiel jemand, ich lache unheimlich viel. Hm. So, dann habe ich jetzt ganz viele Bilder drin, wo ich dastehe und einfach so ein Grinsen im Gesicht habe, so 2, 3 Porträtbilder. Oder ein Bild mit coolem Hintergrund, zum Beispiel habe ich ein Bild, wo Graffiti im Hintergrund ist, da bin ich an so einer Graffiti-Wand und gucke zur Seite. Das ist übrigens der Snapshot-Effekt. Hm. Und das ist, wenn du so fotografiert wirst, ohne es zu merken, ja, und dabei zur Seite guckst und nicht post. Das heißt, es funktioniert nicht, wenn ich jetzt dahin gucke und mich fotografiert jemand und ich weiß, dass ich fotografiert werde. Sondern es hat so einen natürlichen Charme, wenn du fotografiert wirst von der Seite und es nicht merkst. Diese Bilder würde ich sehr, sehr empfehlen. Davon habe ich, glaube ich, davon habe ich 2 in meinem Tinder-Profil. Genau. Ja. Und die habe ich schon seit einem Jahr oder so in meinem Tinder-Profil. Okay. Ja, ja, es ist dieses wie, wenn du mit 2 Frauen postest und du hast hier links und die rechts eine und du bist so, oder du bist halt so, oh, da ist irgendwas ganz anderes, was gerade meine Aufmerksamkeit auf sich zieht und das ist ein Weg, dass du halt so, die Frauen wollten halt die Bilder machen, so, ich war eigentlich mit der Aufmerksamkeit ganz woanders gerade. Genau. Das ist so dieser Snapshot, ja. Also ich glaube, Tim, das würdest du auch für dein Instagram-Profil empfehlen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe bei meinem Instagram-Profil das ein paar Mal falsch gemacht. Aber für die Zukunft auf jeden Fall. Ich habe das dann erst später erfahren, da hatte ich diese Bilder schon gemacht. Ja, genau. Ja. Dann haben wir also 6 Bilder und ich würde gerne erzählen, welche Bilder sich empfehlen. Ich meinte so 2 bis 3 Porträtbilder und das ist sehr wichtig, dass man nur bis zur Hüfte, beziehungsweise beim ersten Bild würde ich so machen, dass man einen nur bis zur Brust sieht. Beim zweiten Bild kann man vielleicht sagen, okay, bis zur Hüfte. Beim dritten Bild würde ich empfehlen, da kann es schon so in Richtung Urlaubsbild gehen, wo man jetzt so am Strand sitzt, habe ich ein Bild, da gucke ich aber auch zur Seite, also wieder dieser Snapshot-Effekt, ja. Beim vierten Bild ist es bei mir da, dieses Graffiti-Bild, von dem ich erzählt habe, wieder zur Seite gucken, wieder auch abgetrennt bis zum Oberkörper, weil dadurch kriegst du es ja hin, dass du insgesamt breiter wirkst. Also mir ist mal aufgefallen, wenn du so ein bisschen breiter wirkst, bitte jetzt nicht irgendwie Fitnessbilder reinstellen oder so, aber wenn man insgesamt so ein bisschen gut gebaut drüber kommt, das ist besser, als wenn man relativ dünn ist. Und eigentlich bin ich ja relativ dünn. Generell, naja. Aber ich kann mich da sehr, sehr breit darstellen sozusagen. Ja, das nächste Bild zeigt dich Idealfall, also wir sind dann jetzt schon beim fünften Bild, bei einer Freizeitaktivität. Zum Beispiel habe ich da Weihnachtsmarkt von vor 2 Jahren drin, wo ich einfach fotografiert werde hinter ein paar Ständen. Mhm. Das zeigt ja, dass du sozial bist. Das heißt ja, dass du nicht der Typ bist, der zu Hause sitzt und ein Selfie macht im Badezimmer. Sondern unterwegs bist auch. Ja. Und vor allem zeigt es, dass sich jemand anderes fotografiert hat. Ja. Das heißt, wenn du viele Bilder hast, wo du fotografiert wurdest und nicht irgendwie Selfies gemacht hast, das ist automatisch ein Bonus. Ja. Wie stehst du generell zu mit anderen Leuten auf Bildern sein? Ist gut. Ja? Ja, ist gut. Solange man noch erkennt, wer du bist. Genau, da habe ich nämlich auch 2 Sachen ausprobiert. Und zwar habe ich ein Gruppenbild drin, damals noch mit meinen Uni-Leuten. Genau, das ist auch drin. Da sind wir gerade beim Essen, beim Frühstück. So was Soziales, so man redet zusammen, man lacht zusammen. Da fühlt man auf dem Bild auch so die Stimmung sozusagen. Ja, das ist cool, wenn man sieht, so alle haben Spaß und essen. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ja, das ist cool. Und anderes Gruppenbild, was ich mal ausprobiert hatte, das war so ein reines Jungsbild. Mit Daniel Aminati, den wir beim Karneval der Kulturen getroffen hatten. Also auch hier, berühmte Persönlichkeit, Bild mit einer berühmten Persönlichkeit ist gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Echt, das kommt mir cheap vor. Naja, also... Also es wirkt irgendwie so... Das wirkt so posermäßig in meinem Kopf. Wenn du das gut darstellst und dann trotzdem noch der Spaß an der Sache rüberkommt, glaube ich, kann das funktionieren. Ich habe einmal dieses Bild mit Daniel Aminati in der Gruppe reingestellt und ersetzt durch das Uni-Bild und habe dann direkt danach so Match-Schub, 20 Matches direkt miteinander bekommen. Okay. Ist das was, worauf man gut anschreiben kann, ne? Genau. So dieses, guck mal, du hast ein Bild. Den kenne ich so nach dem Motto. Ja, ja. Und ich glaube auch, das menschliche Gehirn reagiert mehr auf etwas, was man kennt, oder? Also so ein bisschen dieses, guck mal, da ist jemand Berühmtes, okay. Also du hast es ausprobiert, ich würde es tun, dass es trashy ist, aber... Okay. Ja, es hat auf jeden Fall funktioniert in dem Fall. Hm. Ich glaube, es kommt da auch aufs Bild an. Hm.
wie das Bild individuell ist. Ja. Man sollte wahrscheinlich nicht so ein Bild haben, wo man so, hey, ich bin mit dem Star hier und der Star ist nee, so. Nee. Oh, es sollte eher Mann. So rüberkommen, dass eure Gruppe es cool fand, den zu treffen, aber nicht so ihn belästigt hat. So. Ja, genau. Und das, okay, wenn man zusammen Spaß hat, so, ich glaube, dann geht's genau, klar. Genau. So, jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Tipp. Und zwar ladet euch eine App runter, mit der ihr eure Bilder mit Filtern versehen könnt. Und wo ihr auch die Helligkeit, Dunkelheit, dann noch diese Feinheiten am Bild verändern könnt. Hm. Das ist super, super wichtig. Und mein Tipp da ist so, dass dieses Schwarz-Weiß oder beziehungsweise dieses Blurry, heißt das auf Englisch? Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das ist ein gauscher Weißzeichner. Das ist, wenn es unscharf wird. Genau. Das, was du hier siehst, wenn ich die Tipps einblende, wenn ich diese Banners einblende, dann wird das der Hintergrund unscharf. Ja. Blurry ist unscharf. Genau, das ist das Beste, was du machen kannst, ist, der Hintergrund ist unscharf und du bist vorne und es ist am besten noch mit einer guten Kamera gemacht. Genau, da brauchst du halt noch, und das musst du halt mit der Kamera machen. Also wenn du einen Spiegelreflex hast mit einem 50mm Objektiv, die können sehr gut Hintergrund unscharf fotografieren. Das hast du in manchen Videos schon gesehen. Ich habe eine Canon M50, die macht das auch so. Manche Handys können das aber mittlerweile auch, habe ich gesehen. Das kann man aber nicht nachträglich einstellen. Nee. Also zumindest nicht ordentlich. Nicht so, dass es wirklich gut aussieht. Aber klar, wenn du solche Bilder sehen halt automatisch professioneller aus, weil das Abend halt, so sehen wir halt Dinge. Also wir sehen Dinge ja so, wenn wir auf eine Sache fokussieren, ist der Hintergrund unscharf, das ist unsere Sicht. Und deswegen ahmt das sozusagen unsere Sicht nach und das wirkt sehr professionell immer vom Foto her. Ja. Hintergrund unscharf. Was mir gerade auffällt, was ich gemacht habe und wo ich heutzutage immer noch das erste und zweite Bild benutze, ich war mal bei so einem Fotoshooting, wo es darum ging, potenzielle Models irgendwie rauszufiltern oder so, ja. Aber das musst du ja nicht mehr machen. Du kannst einfach in so ein typisches Fotostudio gehen und denen sagen, ey, mach mal Bilder mit verschiedenen Klamotten von mir. Hm. So, und diese beiden Bilder habe ich heute immer noch in meinem Profil drin, natürlich bearbeitet mit Filtern, weil die von der Qualität einfach alle anderen Bildern überragen. Hm. Das heißt, die Leute haben ja schon eine gute Kamera im Fotostudio. Also ich würde schon mal empfehlen, ihr könnt da, wenn ihr die Sache ernst nehmen wollt, Geld ausgeben. Und ist auch gut für euer späteres Leben, weil ihr braucht immer so professionelle Bilder im Leben. Ja, finde ich auch. Ich finde, wenn man die Sache wirklich ordentlich angehen will, du holst dir Tinder Gold und solche Sachen, dann zum Fotografen zu gehen und zu sagen, hier, machen wir ein paar geile Fotos. Mach mal ein paar geile Fotos. Kann, glaube ich, sehr, sehr nice sein. Ja, und auf so Fotostudio gibt es auch immer Rabatte. Also da würde ich einfach mal schauen, das kriegt man schon hin irgendwie günstig. Auch Studentenrabatt, sowas habe ich auch schon häufiger gesehen. Ja. Das gibt's auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann habt ihr halt eure 6 Bilder, die für euch funktionieren. Und stellt die rein. Ihr probiert erstmal aus, okay, kriege ich jetzt Matches oder nicht. Nicht vergessen, wie gesagt, einstellen, dass ihr die User seht, die gerade aktiv sind. Und dann fängt ihr an mit dem Swipen. Idealerweise habt ihr in eurem Status, vorher noch zum Status, ihr habt in eurem Status auf jeden Fall eine coole Info über euch drin. Das heißt nicht, wie diese ganzen Jungs, die schreiben, ich mache Hockey, Baseball, Volleyball, Basketball und 20 andere Sachen, sondern ihr schreibt einen coolen Fakt über euch rein. Zum Beispiel bei mir ist es, dass ich bei der Sprachschule von meinem Vater mitarbeite. Das habe ich jetzt anders da formuliert. Aber es ist ein Fakt, mehr gebe ich da im Status nicht über mich preis. Ich glaube auch, dass es Aufgabe des Chattens ist, dann sozusagen mehr herauszufinden. Mehr preiszugeben an der Stelle. Ja. Genau, jetzt beginnt man also mit dem Swipen. Und die meisten Jungs sind da so, ja gut, ich swipe jetzt alles durch, ich swipe mal 100% auf ja. Mm. Außer sie sehen so eine richtig unattraktive Frau. Da gab es auch mal so ein Gadget, mit dem man, kennst du das, dass man aufs Handy draufpacken kann? Und das man automatisch hat das immer so gemacht, damit du das nicht mehr machen musst, das hat für dich geswiped. Ja, ganz kurz, es gibt auch Apps, die für einen selber matchen, wo du gar nicht mehr selber matchen musst. Ja. Aber das ist totaler Schwachsinn, weil ich habe ja am Anfang erklärt, wenn man Tinder Gold hat, hat man so einen Wert, der hier ist. Da wirst du so eingestuft. Am ersten Tag wird man übrigens vermutlich am besten eingestuft, ne? Am meisten Matches haben, wenn man ein gutes Profil hat. Das habe ich auch schon festgestellt. Genau. Und wenn du jetzt aber alle ja swipes, dann geht dein Wert immer weiter runter. Ja. Aber wenn Tinder sieht, dass du wählerischer bist und so eine 70-30 Swipe-Verhalten hast oder 65-35, dann bleibst du hier und je nachdem, wie oft du gematcht wirst, gehst du auch sogar hoch. Das bedeutet, je häufiger du gematcht wirst, desto höher geht dieser Wert auch. Ja. Also ich habe auch mal festgestellt, wenn ich häufiger ablehne, also in die andere Richtung swipe, dann ist es so, dass ich bessere Mädels auf einmal vorgeschlagen bekomme, weil Tinder merkt, ah okay,
der scheint ein höherwertigerer User zu sein, dem schlagen wir jetzt die anderen höherwertigeren Userinnen vor. Mhm, weil die ja auch so, die Frauen machen ja auch genau. abwechselndes Swipen, sag ich mal, oder viel ja. weniger Nein als Ja. Genau, also genau. Frauen liken sehr, sehr wenig. Wenig, genau. Wenige okay. Typen lehnen mehr ab, ja. sozusagen an der Stelle, ja. Also nicht die ganze Zeit. Genau. Das ja. kannst du bei einer anderen Aktivität machen, aber nicht dabei. Ja, für den ersten Teil hätte ich auf jeden Fall noch zwei wichtige Tipps. Der Standort ist auch sehr wichtig. Du kannst ja bei Tinder Gold kannst du deinen Standort einstellen, bei Tinder Plus auch. Du kannst ihn frei wählen, ne? Den kannst du frei wählen. Ja, du kannst ja. jetzt auch sagen Holland oder, ja. oder weiß nicht, Usbekistan. Aber ob das... Macht natürlich keinen Sinn, ne? Es macht vielleicht insofern Sinn, dass du deinen Elo-Wert erhöhen kannst, wenn jetzt Frauen in Usbekistan auf dich stehen. Und dann liken die dich ganz häufig in Usbekistan. Dann wirst du in Deutschland auch häufiger angezeigt, okay. weil Tinder denkt, du bist ein höherwertigerer User. Ja. Ist ein kleiner Trick. Kann man auch mal versuchen. Wobei man ja nicht weiß, wo man... Ja, nee, dann also müsste man ja viele Länder ausprobieren, oder nicht? Du musst viele Länder ausprobieren. Du verschwendest die sozusagen Zeit mit den Frauen, die ja. sozusagen dich in Deutschland swipen könnten. Können, ja. genau. Also wenn du es ganz krass machen willst und richtig tief reingehen willst in die Materie, dann guckst du mal in Usbekistan vorbei. Ja, genau. Das verbunden mit dem Standort ist es so, wir sind ja Berliner hier und ich benutze immer Potsdam. Warum? Weil Potsdam eine Universitätsstadt ist und dann stelle ich 90 Kilometer Radius ein und dann ist es so, dass ich bis zur Mitte von Berlin oder sogar noch etwas nördlicher die User angezeigt bekomme und im Idealfall, wenn ich die like, sehen die auch mich und dann habe ich einfach einen größeren Radius, da habe ich den Vorort und noch Berlin sozusagen. Ja? Ja. Und das habe ich einfach immer so eingestellt, Potsdam, da habe ich gemerkt, ah okay, da kriege ich irgendwie mehr Matches, als wenn ich Berlin einstelle. Ist einfach bei mir so gewesen, muss bei euch jetzt nicht so sein, aber ich würde, wenn ihr einen Universitätsstandort habt, den auf jeden Fall einstellen, auch wenn es ein Vorort ist. Aber Berlin ist doch auch Universitätsstandort. Ja, ja, aber dann hast du ja Potsdam als Universitätsstandort und ja. die Berliner Mädels sozusagen an der Stelle. Also ich habe dann beides, wenn ich ja. Potsdam einstelle, weil ich diese 90 Kilometer Begrenzung okay, aber wenn du Berlin und 90 machen würdest, hättest du nicht nur Potsdam, sondern auch andere Sachen mit drin, ne? Du hättest auch Stahnsdorf, du hast auch Kleinmachnow. Ja, und dann ist... hast du sowas auch drin. Ja, ja, okay, genau. Verstehe. Mhm. Großbären, sowas hast du dann an der Stelle auch drin, ja. Und der letzte Tipp ist, ist ein bisschen verbunden mit den ersten Tipps, wenn ihr kein Geld habt, dann seid ihr am Arsch, dann könnt ihr kein Online-Dating machen. Um ein Shooting zu machen, jeder hat diese eine Freundin, die Hobbyfotografin ist und eine gute Kamera hat, dann geht doch einfach mal mit da raus. Oder den Freund, ja. Und macht einen Shooting-Tag, das habe ich mal gemacht, waren wir vier yeah. Stunden unterwegs, ich hatte fünf verschiedene Outfits dabei. Ja. Da haben wir Bilder gemacht. Ja. ja. Das soweit erstmal. Und wenn ihr viel unterwegs seid bei Tinder, ist es auch so, das habe ich jetzt wirklich herausgefunden in der Zeit, wo ich das genutzt habe. Seid ihr an verschiedenen Standorten, also seid ihr mal an einem Tag in Mitte, zum Beispiel hier in Berlin, dann seid ihr in Steglitz und seid ihr woanders wieder. Je mehr ihr unterwegs seid, kriegt ihr mehr Matches. Weil es ist so, dass ihr dann den Leuten lokal dann wieder als erstes angezeigt werdet, wenn ihr den ach so, Bezirk ja, betretet. Ja, weil man neu. Ach so, das ist Bezirk auch? Ja, das ist auch bezirksrelevant. Du kannst auch den Bezirk einstellen bei Tinder. Ach, du kannst krass. Einstellen Berlin ja. und dann die und die Straße. Aber nur bei Tinder Gold? Das kannst du bei Plus und Gold einstellen. Bei Plus und Gold, genau. Okay. Ja. Ja. ja, soweit erstmal. Also das heißt, es macht Sinn, ab und zu mal den Stehstadtviertel zu wechseln, damit man wieder neu angezeigt wird? Am besten kombiniert ihr Frauen ansprechen in der echten Welt mit das sowieso. Tinder. Das sowieso. Ach so, weil man dann in verschiedenen... Weil ihr dann an verschiedenen Orten bist. Du verschiedenen Orten und dann kannst du, während du auf dem Weg dahin bist oder so, während du da bist, so kurz tindern ja. und dann ansprechen. Ja, das genau. ist eine geile Kombination. Das ja. ist okay. das Beste, was man machen kann. Ich glaube, da kommen die maximalen Ergebnisse. Erfolge okay. dabei raus. Cool. Ja. Soweit erstmal zum... den Basic-Tipps. Sehr geil, das waren die Basic-Tipps hier von Aria. Wir werden noch ein Video machen, wo noch 10 weitere fortgeschrittene Tipps kommen. Ja, ja. Genau, das wirst du dann wahrscheinlich als nächstes oder nächste Woche irgendwann sehen. Geil, dass du hier warst am Sonntag. Hier neben uns kannst du, jetzt ist neben uns, nicht neben mir, kannst du das Video abonnieren. Unter uns kannst du dich für ein Coaching bewerben. Ein paar Coaching-Plätze sind für den Winter noch frei. Und unten rechts in der Ecke geht es zu einem Video, das dir gefallen wird, wenn dir dieses Video hier gefallen hat. Schön, dass du dabei warst und wir verabschieden uns und sehen uns ciao. Dann das nächste Mal. Du siehst Aria wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Cool. Sehr gut. Ja.